Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Europa Barbarorum 2. Ja, wir sind momentan am Rhodos einnehmen und hier unten am Orangen Reich angreifen. Nabatu. Ja, und ja, müssen mal Runde weitermachen. Ja, die gehen wieder rein und raus, wie sie es am besten können. Okay. Dann sage ich mal. Truppen holen. Also, Rundenbericht ist jetzt wieder schlechter. Weil wir nichts ausgebildet haben, ist jetzt 16. Freche. Ja, die sind immer noch Erste. Ja, der Senat. Familienmitglied in Antiochia. Oh, Antioch ist nicht so gut. Ja, aber sie sind noch nicht so am... am Rebellion. Ja. Ja, der Diplomat ist jetzt wichtig, der... Okay, ich weiß es. Komm schon. Ja, sehr fordernd. Wenn ich dir jetzt ein bisschen Geld gebe. Werden sie mich dann ein bisschen mögen? Ich will sie jetzt nicht angreifen, ich will sie am besten so ein bisschen ausnutzen. Ich will nicht, ich will, wieso geht das? Ich verstehe das echt nicht. Ja, pff. Hab ich jetzt den Geld gegeben? Wieso habe ich jetzt Samantin Beziehung verschlechtert? Die sind ja gar nicht mit Ding verbündet. Schlimm. Oh je. Also. Der wahrscheinlich ist gestorben. 266 nach vor Christus. Sehe ich hier gar nicht, was jetzt für Ding ist. Sieht man das hier irgendwo? Nö. Ja, bei uns geht's wieder ja, nach oben. Rom. Okay. Was, die gehen auch wieder... Von wo haben die das Geld? Das sind so elendige Cheater. Ja, genau. Was ist denn das, Mann? Wieso sammeln die sich dort oben? Heide. Von hier aus? Bleib ich im Hafen? Was ist denn das für ein Schmarotz? Muss ich jetzt ganz viele Schiffe bauen. Ganz viele Schiffe. Die bleiben für immer hier oben. Das ist völlig blöde KI von den Rebellen. Kann doch nicht sein. Da unten, wie lange geht das bitte noch? Böse Schwiegermutter.
Nicht mehr lange. Dann könnte ich gleich einen Hafen bauen. Außer ich schiffe das ringsum, aber ich kann hier nichts. Eigentlich sollte doch mindestens ein Kanal hier sein, aber das Suezkanal oder welches ist das andere? Geht ja hier durch. Aber kein Fluss. Okay, ja, wir müssen das irgendwo anders machen dann. So, aber zuerst machen wir das mit den Diplomaten kurz noch. Luki und die anderen waren die Boy. Auch wenn es nichts bringt. Gehen wir mal hier hoch. Luki. Ich weiß nicht, wo die Boys sind, aber die müssen auch irgendwo hier sein. Ah, ich gehe jetzt runter. So. Und hier Spion wieder zuerst. Hallo, ist hier nichts? Hier unten ist wieder ein Nomadenlager, also eine Burg. Eine baldige Burg. So, ich gehe jetzt bei den vielen Truppen hin. Die kann ich ja nicht mehr bewegen. Okay. So. Nächste Schlacht. Teufel. Es ist sehr riskant. Ja, ich hätte ungefähr gleich so ein Ding gehabt. Das will ich aber gerne selber machen. Ich will es euch zeigen. Laden. Genau. Laden Sie bitte. So. Nachtangriff können wir nicht. Also eben die Schlachten sind ein bisschen ein Schwachpunkt von Europa Barbarum 2, weil die Einheiten zu viel Leben haben und zu Recht passiv sind. Aber ja, das liegt nicht unbedingt auch an Europa Barbarum 2, aber eben sollten weniger Leben haben und ein bisschen mehr Schaden machen. So, nein, das ist eine. Noch ein Schattenfehler. Du gehst am besten nur bis hierhin. Sonst wirst du noch abgeschossen von dem Turm. Ja, das ist recht. Schlecht jetzt gerade, aber so viel Schaden erleiden wir auch nicht. Sie gehen sogar weg. Undres,
Die sind schon alle zusammen, wie... Weiß nicht, ne? Ich will die Bogenschützen noch ein bisschen aufheben. Ein bisschen langsamer, bitte. So, mal schauen. Steht da 14. Wir haben immer noch sehr viele Verluste. Ja, vielleicht zeige ich euch mal die Schlacht, weil ich ja mehr Verluste habe dann. Und dann werde ich sie kurz laden und dann nochmals automatisch. Ja, jetzt ist es dann ausgeglichen. Ich habe sehr viele Verluste. Wahrscheinlich, weil mir die Dinge noch nicht gehört. Burg, was er das so angenommen haben. Hm. Ja, da kommt noch mehr. Geht ihr mal ein bisschen raus. Sammelt euch. Hey, was ist jetzt los? Ich habe nur den hier gesagt. So. Ihr greift mehr an. Ihr greift vor allem an. Geht mal alle ein bisschen weg. Lasst doch mal bitte die Elite-Einheiten ran. Hi, die Keile. Jetzt fliehen sie auch. Ist ja blöd. Und wo greifen die an? Haut doch nicht einfach ab. Was haben denn die für eine... Bleibt jetzt hier. Ja, da seht ihr, wie schlecht das balanced ist. Es ist einfach nur grottenschlecht balanced. Wenn man selber Schlachten macht, hat man fast keine Chance. Okay, die fliehen auch. Sie fliehen nicht mehr gut. Jetzt kommt ihr bitte wieder. Ihr geht mal hin, hier hin und verteidigt die Reiter. Oh, die Reiter jetzt. Jetzt haben wir mehr besiegt. Hab viel zu viele Verluste für uns. Richtig schade, also super Mord, aber sehr, sehr schlecht balanced. Unfair und ja. Ich mache es trotzdem aber weiter, also. Das heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre oder so, aber sobald es nicht mehr geht, also wirklich nur noch angegriffen und so, werde ich mal nach einem anderen Mod Ausschau halten. Oh, die sind so gut, dafür kosten sie so viel. 300 irgendwas. Aber eben, es lohnt sich schon, starke Truppen auszubilden. Ja, endlich das Gebäude eingenommen, war das so schwer.
So, greift die mal an. Die beiden, die Reiter. Vor allem die Reiter haben es sehr schwer. Ich hätte gerne mit dem General mehr angegriffen und so. Aber... ja. Ihr seht es ja, überall Speerträger. Nein, da lieber nicht. Was ist jetzt mit denen? Kommt die nicht durch? Okay. Wie tief nach vorne. Der Wahnsinn. Oh, diese Verluste, das ist Wahnsinn. Seid ihr wirklich so unnötig? Oh, Menno. Ja, das ist eine ganz andere Schlacht, als man ausgerechnet hat. Wieso gehen die jetzt wieder nicht hoch oben? Greift sie an. Die steckt irgendwo zwischen all den Truppen. Die gehen nebenbei durch. Die wollen nebenbei nach oben. Die KI ist auch super. Wollen die da rein? Nein, geht gar nicht. Das ist kein... ich verstehe es nicht. So, jetzt. Ihr geht auf die Reiter, ihr jagt. Geht ihr noch auf die? Oh nein, nicht die. Die da. Greift sie an? Ah, ich müsste hier auch noch angreifen. So viele sind hier vorne nicht. Ja. So gut wie alle tot. Ja. Schlecht, das ist schlecht gelaufen. Ich finde, wenn die Truppen so extrem ineinander verwurzelt sind, haben sie einen Vorteil, weil sie die ganze Zeit irgendwie so lecken und schnell angreifen und so, dann haben meine Truppen natürlich keine Chance. Und ja, das ist schlecht gemacht. Der eine hier kämpft. Der da. Das ist der eine meiner, ja. Der kämpft mega gut. Er trifft einfach die ganze Zeit. Der andere trifft auch die ganze Zeit. Der andere kann einfach nicht abhauen, ist jetzt tot. Ja, Gebäude verloren, ja. Weil ich ein bisschen weggegangen bin, ja. Ein bisschen in die Mitte von der Stadt. Das sollte eigentlich heißen, wenn man draußen ist. Ja, dann hat man es. Und hier, die sterben einfach nicht. Machen überhaupt gar nichts. Die greifen nicht mal an. Hey, ihr habt sicher ein Messer dabei oder so. Das greift doch an. Ja, wie das heißt. Die Kai. Ja, jetzt geht ihr ein bisschen weiter und macht wieder gar nichts. Ja, so kann man eine Schlacht auch verlieren. Wahnsinn. Die haben ein Messer hier oben, okay. Dann mach mal du das. Können die hoch? So. Die gehen jetzt mal sofort hier hin. Genau. Hallo?
Naja, oh, ist egal. Also, Reiter. Ja, verblenden. Seht ihr viel mehr Verluste? Das ist fast nicht schaffbar. Naja. Aber immerhin sehen wir jetzt, wie wir das gemacht haben. Selber und jetzt einfach nochmal neu laden und. Ja, Try and Error. Ich mag kein Try and Error. Solche Spiele sind ein bisschen blöd für mich. Ich spiele nicht ein Game, um irgendwas auszuprobieren, wie man es nicht macht. Okay, wenn ich jetzt hellenisch. Ja, genau, Unruhen bekomme ich. Nein, danke. So, jetzt sie dann angreifen automatisch noch weniger. Gut. Geht. Genau. Und jetzt, wir müssen das erste nehmen. So. Also Rotes ist eingenommen. Und ja, das nächste Mal schauen wir, dass wir das Orange Reich ein bisschen dezimieren könnten. Die haben viel zu viele Truppen. Hier oben auch. Und wir nehmen noch Kreta ein. Kretai, okay. Jo. Also, ja, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.